Hallo zusammen, ich habe hier eines der stärkeren Kühlaggregate für 12 Volt. Der Kompressor kommt von Secop, die Steuerung auch. Der Thermostat ist hier mit einer 1,5 Meter langen Leitung vorgefertigt. Das ist dann solch ein Digitalthermostat. Und der Verdampfer hat hier jetzt relativ eine kurze Leitung. Ich bin mir gewohnt, dass wir Stärkeres machen. Und dieser hat hier Kupplungen, sind vorgefüllt, die kann ich hier anschließen. Und dieser Verdampfer, der kommt dann in den Raum rein. Wir sehen, wir haben hier einen Lüfter. Und wir haben auf der Seite einen Lüfter. Das Tippenschild vom Kühlaggregat, das zeige ich euch hier. Und es gibt den gleichen Verdampfer, der hat beide Lüfter auf der einen Seite, also hier und hier. Dann kann ich das Teil direkt an die Wand schrauben, den muss ich freistehend im Raum haben. Mit diesem Verdampfer, mit diesem Kühlaggregat kann ich Volumen über 1000 Liter kühlen. Der Ventilator hier, das ist ein EBM mit zwei Stufen. Also wenn der Kompressor startet, steigt hier der Druck, sprich die Temperatur. Über diesem Druckgeber schalte ich die erste Stufe und ab 40 Grad schalte ich dann noch die zweite Stufe. Dann wird der schon ein bisschen lauter, also richtig laut, aber in der Regel reicht das, wenn er auf der niedrigen Stufe läuft. Nur wenn es halt im Sommer mal extrem warm ist in der Transportkühlung, weil ich habe in einem Schiff eher weniger diese Volumen über 1000 Liter. Ja, das ist ein ganz einfaches Kühlaggregat für viel Leistung, viel Volumen. Wir haben einen Stromverbrauch um die 25 Ampere, wenn der Kompressor läuft, und der Gesamtenergiebedarf hängt nicht vom Kompressor ab, der hängt vom ganzen Gehäuse ab, sprich von der Türöffnung, vom Volumen, von der Isolation, und das wird dann über den Thermostat ein- und ausgeschaltet. Und wie lang das da die Laufzeit ist, das ist sehr abhängig vom Gehäuse und nicht vom Kühlaggregat. Ich mache euch hier ein Video über die Twin-Maschine, das heißt die Maschine in doppelter Ausführung, die werden zusammengeschweißt, und hier ein Stopferkühlaggregat für unsere Transportkühler, die haben auch in der Größenleistung oder Kälteleistung an dieser Größe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.